haben übrigens jetzt, da wollte ich gar nicht hin, da wollte ich hin, schon einen ganzen Sack voll Erfolge. Wir müssen nochmal einen Kuchen backen. Das können wir demnächst auch mal machen. Ja, Diamanten auf jemanden werfen ist jetzt gerade schlecht. Den Zaubertisch habe ich schon. Bibliothekar ist, glaube ich, wenn man dann die Bücher voll hat. Wir haben Return to Sender, zurück zum Absender. Wir haben den Gast gehauen. Wir müssen noch tiefer, haben wir geschafft. Wir müssen einen Trank brauen, das Ende finden. Fisch haben wir noch nicht gebraten und wir haben noch keine Ohren gelegt. Aber sonst haben wir hier eigentlich schon fast alles an Erfolgen durch. Das sind dann hier so die Sachen, das Ende und der Anfang und so weiter. Das kommt dann irgendwann später. Da müssen wir uns jetzt hier nicht so viel Gedanken drum machen. Aber wir haben schon eine Menge an Achievements jetzt bekommen. Das ist nicht gerade wenig, was wir jetzt haben. Und durchaus auch nicht unbedingt die einfachsten, weil dieses Return to Sender, das ist immer so ein bisschen Glückssache, ob man das hinbekommt. Nun hüpf doch. Nun mach doch. Los, spring. Ich setze den Brewing Stand, den Braustand, jetzt erstmal einfach hier hin. Sieht doch ganz schick aus, oder? Da hinten ist immer noch dieser Erdblock vom Bau. So, jetzt nicht mehr. Ich habe übrigens gestern gelernt, dass man diese Eichen, Schwarzeichentreppen und auch die Akazientreppen, dass man die nicht verbrennen kann. Die brennen nicht. Da ist irgendwie wohl noch ein Bug drin im System. Ist ganz witzig. Sieht lustig aus, wenn man dann da so Treppen nebeneinander stellt und die anzündet und die brennen nicht. Ich probiere das jetzt hier nicht, weil das normale Schwarzeichenholz brennt. Meinst du? Meinst du wirklich? Ne? Kann ja wohl nicht dein Ernst sein, Junge. Will der hier meine Kühe hochbomben? So geht's ja nun nicht. Ich würde aber sagen, da das Ganze jetzt eh nur als mehr oder weniger Zwischendurchaufnahme gedacht war, und ich gerade feststelle, ich habe nicht im Vollbild aufgenommen, sprich, das Ganze ist also auch noch etwas Bild verschoben, wahrscheinlich. Super. Das war die Aufregung. Sorry. Wegen dem ganzen Nedergedöns. Beende ich den ganzen Kram jetzt einmal an dieser Stelle. Wünsche euch ja noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann gucken wir mal, was wir dann machen. Bis dahin. Tschüss. Hallo. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft. Ich kämpfe hier gerade noch etwas mit mit meiner Stimme und meinem Headset. Wir waren beim letzten Mal im Nether und sind jetzt wieder zu Hause. Und ja, jetzt ist eigentlich tatsächlich die große Frage, was machen wir jetzt? Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Jede Menge Kram, den müssen wir mal ausmisten. Das geht ja so nicht. Und was ich beschlossen habe, was dringend passieren muss, hier müssen Itemframes bzw. Schilder ran. Ich denke, ich werde mich für Schilder entscheiden. Aber erstmal muss ich hier mal ein bisschen aussortieren. Gerümpel wegschmeißen quasi. Hier rein. Das ist ja quasi alles wertvolles Zeug. Wo habe ich die Pilze her? Egal. Quarz ist ja nicht viel bei rumgekommen. Da müssen wir dann nochmal irgendwann ein bisschen suchen gehen. Ich habe irgendwie eine sehr geringe Schreibgeschwindigkeit gerade. Ich hoffe mal, das geht hinterher. So, dann machen wir uns mal ein paar Schilder. Das sind irgendwo.
damit wir dann auch endlich mal wissen, was wo drin ist. Ich würde sagen, oben machen wir Erde rein. Und hier oben Kobbel. Erde. Ne? Dann können wir das gleich mal ein bisschen umräumen. So viel Erde haben wir zwar nicht im Moment, aber... Das ändert sich ja dann doch meistens relativ schnell wieder. Genauso wie beim Cobblestone. Auch den bemoosten Kobbel tun wir da rein. Pflaster, Pflaster. Pflaster, 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 Pflaster. So viel Pflasterstein. Und hier unten machen wir... Was war denn das? Unten machen wir mal eine Reihe. Wir mussten Koppel rein. Und dann haben wir hier unten... Sand. Kies. Und da haben wir unseren Stein. Und hier haben wir Stammholz. Holz. Wie überraschend. Da haben wir Krimskrams drin. Machen wir das doch mal so. Werkzeug. Na, sagen wir mal. Erze. Nee, passt auch nicht wirklich. Ich sag mal Edelstoffe. So. Und dann machen wir hier oben Kleinkram. Wobei Waffen alleine reicht nicht aus. Ich muss jetzt mal gerade ganz kurz die Aufnahme pausieren. Moment. So, da bin ich wieder. Was hatte ich jetzt gesagt? Kleinkram. Kleinkram. Mhm. Kram. So. Waffen. Und Rüstung. Und Rüstung. Kürzen wir ab. Ist da drin. Dann nehmen wir hier mal Waffen und Rüstung wieder raus. Und schmeißen die da oben rein. Pilze gehören übrigens nicht dazu. Ja, das andere ist ja unser benutztes Zeug im Moment. Noch eine Kanonenrute noch rein. Und den Kompass zähle ich mal zu Werkzeug. Auch eine Rüstung. Und
Und das auch. Sag mal, wie viele Pferdepanzer habe ich denn? So. Nee, hier sollte ja der Kleinkram rein. Also, Kniebälle zum Beispiel. Blumenpötte. Papier. Die können wir eigentlich mal behalten. Dann kommen die Bücher kommen hier auch mit rein. Die Eimer sind eigentlich Werkzeuge, ne? Dann dürfen die hier bleiben. Und der volle Wassereimer natürlich auch. So. Sonst noch Kleinkram. Diese Flint ist definitiv Kleinkram. Öfen sind Kleinkram. Kisten sind Kleinkram. Jo. Das Feuerzeug, das kann hier noch mit rein. Und irgendwas hatte ich jetzt gerade noch gesehen, was ich hier mit reinschmeißen wollte. War das nur das Feuerzeug? Nee, das war nur das Feuerzeug. Dafür waren hier aber noch ein bisschen Redstone, der damit drin konnte. So. Dann machen wir hier unten machen wir eine Kiste für Farbstoffe und Glas. Und oben kommt Wolle rein. Und zwar in jeglicher Form. Bunt. Als Teppich irgendwie. Oh, also Farbe und Glas, Wolle. Hier kommt ein bisschen der wertvolle Mob-Drop rein. Das, was man so in diversen Kisten finden kann. Na, also so Zettel und so ein Zeug. Und hier unten kommt der normale Mob-Drop rein. Das ist kein Mob-Drop. So, ein bisschen sortieren hier. Hier machen wir tatsächlich mal eine Runde Spinnenaugen. Das ist für Ender. Dann haben wir Knochen, die sehr gerne fallen gelassen werden. Die dürfen da rein. Darunter kommt das nicht minder wertvolle Knochenmehl. Hier können Schleimbälle hin. So. Dann gibt es hier eine Runde Platz für Zombiefleisch. Tintenbeutel. Das heißt, geliebte Schwarzpulver und die Enderperle kommt unten in die Ecke. Genau. Jo. Warum habe ich so wenig Spinnenaugen? Hm. Ich finde, die sehen ja in diesem Pack sehr interessant aus. So, dann kommen die hier unten hin und die Sättel dahin. Also, wie gesagt, ich müsste nur mal Pferde finden. Und ich wäre ausgerüstet. Ich habe hier so viel... so viel Sattelzeug. Jetzt hatten wir das aber so gemacht. Na, was haben wir da jetzt? Glas und Farbe. Wolle. So. Bei der Wolle wollte ich noch mal ein bisschen aufräumen. Moment.
Ich will mich wirklich bemühen, dass ich wirklich meine Kisten quasi ganz simpel füllen kann. Es macht einfach mehr Sinn für mich. So.